Moinsen. Wo ist das Problem? Auf dem Hotelzimmer. Verstopfung im Waschbecken. Okay, lass es ihm gucken. Sebastian Bohrmann, genannt Sebo, kommt dann, wenn andere Hilfe brauchen. Da ist jetzt ein richtiger Riss drin, in dem Abflussrohr. Und da tropft das Wasser jetzt raus. Ja, jetzt müssen wir handeln, ne? Nicht versagen, Sebo, fragen da jemand, ne? Aber bei Sebos Einsätzen läuft nicht immer alles glatt. Scheiße! Ich kann nichts mehr machen. Keine Ahnung, wie sowas passieren kann, aber die ist einfach gebrochen. Das ist ein riesengroßes Problem. Doch aufgeben, für ihn kein Thema. Von ganz unten hat Sebo sich hochgearbeitet. Ich hatte ja kein Kapital, gar nichts. Ich habe ja 0 Euro gehabt. Wirklich 0. Jetzt will er mit einer neuen Geschäftsidee sogar noch Emdens Kanäle erobern. Moin, hallo. Wir wollten aber den Schrott abholen. Ja, das ist schön. Ich habe gar nicht mit Ihnen gerechnet. Na klar, habe ich ja gesagt. Ich mache ihn hinten auf. Super. Dann können wir hinten rum. Okay, tipptopp, ja? Danke. Okay. Montagmorgen, Ihr erster Termin heute. Sebastian Bohrmann und sein Mitarbeiter Hermann Gohlke müssen gleich durch diese Garage etwas besonders Schweres transportieren. Oh! Ja, das gute Stück, ich hab gesagt, das ist sehr schwer. Ach, du ahnst es ja nicht. Ja. Mann. Wir hatten den auf einer Sackkarre, die da vorne steht. Wenn wir den überhaupt bewegt kriegen. Der Ofen wiegt mindestens 80 Kilo und ist so sperrig, dass er nur in einem bestimmten Winkel durch die Seitentür passt. Reiß die Tür nicht kaputt, oder? Bleib hier drin, bleib hier, komm nicht wieder her. Kommt das Problem auch auf den Durchkommen. Das geht nicht. Wir kommen doch nicht durch. Geht nicht, gibt's nicht. Er hat schon was. Ja, in meinem da fest. Er hat schon was. Wäre gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Gehst in die Knie, ne? Ja, na hey, Mann. Ja, hier in die Knie. Und dann annehmen. Ihr denkt nach unsere Tür. Ja, ja. Oder ihr seid gut versichert. Dann können wir. Das bin ich auch. Und jetzt schön Rücken gerade und dann raus. Wenn du nicht mehr kannst, musst du es sagen. Ich muss nämlich auch eine Pause machen. Irgendwann. Lass mich nicht fallen. Sebo bietet eine breite Palette an Dienstleistungen an. Rund um Haus und Garten. Und dazu gehört auch Schrott abholen. Ich habe einfach nur gegoogelt. Ja, das Bild war ja sehr ansprechend. Ich denke, er ist stark. Ruf mal an. Ja. Und dann hat das ja auch ganz schnell geklappt mit ihm. Ne? Der ist schon heftig, ja. So was hat man öfters mal. Meine Nachbarin ist gerade im Garten. Die sagte, oh, der Schrotthändler ist da. Ich sage, ja, der ist da. Die hat auch noch was. Wenn die, ja. Wenn die gleich einfach rechts rum fahrt, ja. Da stellt sie was hin. Könnt ihr auch noch mitnehmen. Man hat ja kaum noch jemanden, der das abholt. Ne? Das ist die Versorgung. Ob das zu viel Arbeit ist oder ob der Verdienst zu gering ist. Ich habe jemand anders erst angerufen und die haben dann gesagt, die kommen unter 400 Kilo nicht. Da habe ich dann schon gedacht, na ja, okay. Eins, zwei und drei. Und umkippen. Egal wie schwer die Sachen sind, Sebo kommt. Und zwar kostenlos. Den Ofen macht er auf dem Schrottplatz zu Geld. Das sind für mich jetzt 80 Kilo, sind umgerechnet 5 Euro. Für die Alu-Dachrinne kriege ich vielleicht 60 Euro. Ne? Das ist Schrottgeld. Davon lebe ich. Ne? Ja, eben gerade klingelt das Telefon. Ich muss mal ran. Heute hat er noch 6 weitere Aufträge. Sebo-Dienstleistung Bohrmann, schönen guten Tag, hallo. Herr Bockinger, hallo. Kommen Sie noch heute? Ja, wir kommen noch. Wir sind gerade noch auf der Baustelle, holen gerade Schrott ab. Ich denke mal, so eine halbe Stunde sind wir circa bei Ihnen. Wunderbar, danke. Ja, bitteschön. Tschüss. Hermann, packst du das schon mal drauf? Noch schnell ein Zwischenstopp bei der Nachbarin. Hier gibt es zum Glück keine schweren Fälle, dafür aber einen richtig guten Fund. So, wieder was für Flohmarkt. Ja, klar, sicher, sowas verkaufe ich auf dem Flohmarkt, da kriege ich 35 Euro für. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Da freut man sich so, dass er dann nochmal was hat, der Nachbar. 35 bis 40 Euro kann man dafür verlangen. Vielleicht ist es sogar Kupfer, weiß ich nicht, aber. Oder vielleicht doch. Da ist sogar Kupfer. Hier sind grüne Flecken, das ist Kupfer, das ist perfekt. Da kriege ich da sogar 50 Euro für. So, da habe ich wieder ein bisschen was verdient, das schön. Weiter geht's kreuz und quer durch Emden. Den ganzen Tag lang.
Die Hafenstadt hat eine hohe Arbeitslosenquote und eines der geringsten Pro-Kopf-Einkommen im Durchschnitt in Niedersachsen. Eigentlich kein guter Standort, aber trotzdem gibt es hier mehrere Firmen, die solche Dienstleistungen anbieten und gegen die sich Sebo durchsetzen muss. Ich mache halt das, was ich kann und was ich mir auch zutraue zu machen, wo ich wirklich hundertprozentige Arbeit abliefern kann. Ich würde jetzt nicht irgendwie zum Beispiel eine Tür einbauen oder ein Fenster einbauen. Das sind Tischlerarbeiten, die kann ich nicht. So, was ich jetzt kann, so wie jetzt ein Rohrwechsel, ein Gartenarbeiten, was ich gelernt habe und Malerarbeiten. Aber andere Sachen würde ich dann halt nicht machen, ne? Moin! Na du? Bist ja richtig pünktlich, Mensch. Was? Bin ich immer. Sebo fährt regelmäßig zu Ingrid. Sie gehört zu den Kunden, die schwere Arbeiten nicht mehr alleine machen können. Wie lange kennen wir uns jetzt? 7 Jahre? Mach mal Hermann. Du bist doch Jüngste, du müsst das beste Gedächtnis haben. Frag mal Hermann. Du sagst mir den ganzen Tag, frag mal Hermann. Ich weiß es auch noch. Sebo ist in Wolfenbüttel geboren und in Schöningen aufgewachsen. Nach einer Krise kam er vor 9 Jahren nach Emden. Ein Neuanfang. Fast genauso lange ist Ingrid schon als Kundin dabei. Vor Sebo hatte sie andere Dienstleister ausprobiert, doch er gefiel ihr am besten. Ja. Das ist Ingrid. Weg damit. Dann kriegst du nämlich. Sei vorsichtig. Ja, ich weiß. Das ist Ingrid. Ja, so bist du. Du lässt mich das nicht alleine machen. Weil du Angst um deine Klimatis hast. Siehst du, und im Endeffekt kriegst du es auch nicht raus. Wetten. Siehst du, guck mal. Jetzt hast du die ganze halbe Wurzel kaputt gemacht und die Muttererde ist noch drin. Entweder die ganze oder die halbe. Entweder mach ich das oder machst du das. Aus Ende. Das ist das Schlimme, wenn die Kunden immer dazwischen fummeln. Und hinterher ist es dann irgendwie scheiße, rufen dann, das ist irgendwie nicht so geworden, wie ich haben wollte. Ja, ist doch so. Was wartest du jetzt von mir? Sebo ist 34 und hatte schon alle möglichen Jobs. In Gastronomie, Handwerk und Altenpflege. Eigentlich kommt er aus dem Garten- und Landschaftsbau. Und das macht er auch am liebsten. Fertig, Hermi? Ja. Wenn du magst, kannst du das zweite Loch hier schon buddeln. Ja. Dann kann ich hier vernünftig einen Gießring machen. Mit einem sogenannten Gießring will Sebo Ingrids junge Pflanzen optimal bewässern. Bei so einem trockenen Wetter wie jetzt gerade mache ich hier oben jetzt ein bisschen Torf drauf, ein bisschen Blumenerde drauf mit einem Sandgemisch. Und dann kommt jetzt noch Kompost drauf. Und dann mache ich hier auch noch Kompost rein. Dann kann man das hier so ein bisschen einwirbeln. Und wenn man das dann gießt, so, dann bleibt das Wasser bis zum Gießring oberhalb stehen. Und das heißt, das Wasser geht direkt in die Wurzel rein und geht nicht nach Seite direkt so weg. Und das ist der Vorteil in diesem Gießring. Als Sebo damals nach Emden kam, war er erst Hartz-IV-Empfänger und verdiente sich mit Aushilfsjobs etwas dazu. Ich hatte damals auch noch keinen Führerschein gehabt. Den habe ich erst 2011 gemacht. Und habe angefangen mit einem VW Polo, habe mir eine Anhängerkupplung dran geschweißt und einen Anhänger gekauft. Und habe mir dann gebrauchte Haken gekauft, so ein Rasenmäher für 30 Euro. Und dann habe dann irgendwann so angefangen, ja, die ganzen Gärten zu machen und sowas. Ne? Weil ich hatte ja kein Kapital, gar nichts. Ne? Ich habe ja 0 Euro gehabt, wirklich 0. Inzwischen hat er sogar Hund, Haus und Familie. So, meine Liebe. Tschüssi. Tschüss. Ja. Mach nicht mehr so viel heute, ne? Gleich ist erst einmal Feierabend. Sebo lebt mit Frau und Kind in einer ehemaligen Arbeitersiedlung. Ein paar Gärten weiter hat er spontan einen Großauftrag bekommen. Und das gerade jetzt, wo er doch morgen auch noch mit seiner neuen Geschäftsidee durchstarten will und wenig Zeit hat. Für den Großauftrag vom Nachbarn hat er einen Bagger angemietet, den der Verleiher jetzt bringt. Sebo will heute schon einmal kurz üben. Ja, es ist schon eine Herausforderung. Es ist alles ein bisschen schmal hier und ein bisschen klein. Aber im Prinzip ist es zu handeln wie ein Mini-Bagger, ja? Bloß ein bisschen größer und schwerer. Einen speziellen Baggerführerschein braucht er dafür nicht. Nächste, da haben wir schon das erste Problem. Irgendwo ist ein Schutzschalter oder Handbremse und die muss ich anziehen oder drücken. Und erst dann geht er an. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Aber dann wird er mir gleich zeigen. Mach mal den Hebel immer hoch. Wenn ich jetzt anmache. So, jetzt springt er an. Und jetzt kann ich den Hebel erst runter machen und dann ist es halt zur Sicherheit, dass nirgendwo gegengekommen wird. Dass ich nicht gegen die Hauswand fahre oder irgendwas anderes. Der kann halt schon.
Übungen, ne? Viel Zeit zum Üben hat Sebo aber nicht, denn den Garten muss er bis Ende der Woche fertig gestaltet haben. Sebastian, was wird hier drauf gemacht? Auch wieder ein neuer Rasen angelegt? Wir ziehen das komplett gerade. Ja. Mit dem Bagger. Das heißt, wir fangen da vorne an, ziehen das alles hier hinten hin, machen erst einmal einen Grundplan, dass der ganze Schutt weg ist und dann wird hier wieder Rasen eingefügt. Ja, ist eine Menge Arbeit hier. Und zu Hause wartet noch mehr Arbeit. Er muss sich um Garten, Hund und Hühner kümmern. So zu leben ist für Sebo keine Selbstverständlichkeit. Als er nach Emden kam, hatte er nur ein paar Klamotten und seine Gitarre dabei, sagt er. Na ihr? Na ihr Lieben? Guten Appetit, Mädels. Mit Anfang 20 verließ Sebo seine Heimat Schöningen und tingelte durch Europa. Irgendwann landete er in Hamburg, mit Liebeskummer und antriebslos. Ich hatte einfach irgendwie keine Lust mehr zu nichts mehr. Dann war ich obdachlos in Hamburg und das war gut ein Jahr. Hab dann mit meiner Gitarre auf der Reeperbahn ein bisschen gespielt und geschnurrt. Hab dann wirklich gebettelt nach Geld, um ein bisschen über die Runden zu kommen. Hab mich dann mit den Obdachlosen unter der Brücke dann getroffen und auch mal ein Bierchen getrunken und hab die Realität verloren. Hab mich dann in der Alster in Hamburg dann so ein bisschen gewaschen und ja, wie es dann halt so ist, ne, gecontainert, aus der Mülltonne gegessen und meine Mama wohnte in Emden. So, und irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, jetzt musste man dein Leben irgendwie in die Hand nehmen und ja, dann habe ich mir ein Zugticket gekauft von dem Geld, was ich zusammengeschnurrt habe, bin nach Emden und habe dann bei meiner Mutter erstmal genächtigt. Momentan ist er mit Hund Buddy alleine. Frau und Kind sind im Urlaub. Aber seine Mutter Margret schaut täglich vorbei und bekommt Gemüse von ihrem Sohn. Oh, schön. Ja, prima. Habe ich gestern alles schön frisch geerntet aus dem Garten. Letztendlich war seine Mutter der Auslöser dafür, dass er wieder zurück in ein geregeltes Leben fand. Das war von heute auf morgen. Da stand die vor der Tür mit Sack und Pack. Ja. Und hat sich etwas verliebt in Emden, glaube ich, oder in Ostfriesland. Ich bin so Mama-Söhnchen, ich kann Mama nicht alleine lassen. Vielleicht hat mich das dann wieder hergezogen. Ohne Geld, ohne Freunde, ohne Arbeit. Aber seine Mutter half ihm. Nach einem Jahr gründete Sebo die Firma. Das hätte sie nicht für möglich gehalten. So in den Ausmaßen in dieser kurzen Zeit nicht. Da bin ich auch echt stolz drauf. Das ist wohl wahr. Das stimmt. Schön, sowas zu hören. Ja. Meine Mama hatte immer schwer gearbeitet, aber mit drei Kindern war auch nicht immer das Geld übrig. So eine alleinerziehende Mama. Und da konnte uns auch nicht jeden Wunsch erfüllen. Ne? Also mussten wir immer schon früh Zeitung austragen und alles möglich selbst zu verdienen. Und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang geprägt, dass ich da jetzt bin, wo ich bin. Sein Haus muss er abbezahlen. Auch deshalb ist es wichtig, dass die Firma läuft. Sebo nimmt abends zusätzlich Aufträge an. Jetzt ein Notfall in einem Emder Hotel. Den Chef kennt er. Moinsen. Hallo, noch grüß dich. Hi. Wo ist das Problem? Auf dem Hotelzimmer. Verstopfung im Waschbecken. Okay, lass es ihm gucken. Keine Katastrophe, aber das Wasser läuft nicht richtig ab. Boah, ja, komm mal. Ist ja kein Wunder, guck dir das an. Da sitzt ja voll. Ja, das Problem hat man dann meistens, ne? Das ist ziemlich eklig. Reklamiert haben es die Gäste. Sie sind jetzt nur kurz etwas essen. Deshalb muss Sebo schnell arbeiten. Zwar ist der Abfluss jetzt wieder frei, doch es gibt ein neues Problem. Und jetzt hat man gesehen, da war gar keiner drauf vorbereitet. Da ist ein richtiger Riss drin in dem Abflussrohr. Und da tropft das Wasser jetzt raus. Dann ist es am besten, wenn wir das gleich austauschen, oder? Ja, den müssen wir gleich neu machen. Der Siphon ist im Laufe der Zeit durch Reinigungsmittel korrodiert und altersbedingt porös. Na, da. Da müssen wir gucken. Wollen wir in die Werkstatt gucken, ob du was hast? Ja, können wir machen. Eigentlich hat das Hotel einen Hausmeister, doch der ist im Urlaub und der Chef kennt sich im Lager nicht so gut aus. Sebo muss suchen. Der könnte passen hier. 65 Euro berechnet Sebo für diesen Dienst. Dauer knapp 30 Minuten. Ja, super. Tropft nicht mehr und Abschluss läuft auf. Tipptopp. Der nächste Morgen im Nachbarsgarten. 2 Stunden sind sie schon am Werkeln. Hier ist mehr Unkraut und Bauschutt als erwartet. Boah. Ja, Mann, die Herkules. Oh. Zieh raus, das Excalibur. Wie
Ja, das aber nicht darauf schmeißen, das ist wertvoll, ne? Ja. Sind wieder 3 Euro auf dem Schrottplatz. Sie müssen sich etwas ranhalten. Neben diesem Großauftrag stehen auch noch die Tagestermine an. Heute hauptsächlich Geschäftskunden. So. Hermann, pass auf, komme. Doch dann das. Scheiße! Die Baggerschaufel lässt sich nicht mehr bewegen. Ich kann nichts mehr machen. Nee, hör auf, du machst den ganzen... Oh Gott. Du machst den ganzen Hydraulik. Ich geh durch, ne? Was ist das denn jetzt? Der Kapump, Pumper kaputt. Oh, der ist richtig von... Was ist das denn, du? Das hab ich auch noch nie, also... Wie kann das denn? Na? Wie kann das denn, du? Vom Lager ist der richtig... Der ist ja richtig gebrochen hier. Ja, der ist hier abgebrochen. Hier runter weg. Was ist das denn, Alter? Tja, wie kann das passieren? Ermüdung. Frag mich nicht, wie das passieren kann, du. Gott, warte. Ganz normal gebaggert. Hast du gesehen? Ja, natürlich. Und dann auf einmal zack. Er muss den Baggerverleiher anrufen. Ich brauche hier irgendwie einen Werkzeugverleih. Ja, genau, richtig. Danke, keiner ans Telefon. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mir wird ganz schlecht gerade. Ja, du kannst ja nichts ändern, Sebastian. Ja, wie kann sowas? Das ist, ja, wie kann das? Das ist. Ja, wie kann das? Der muss auch wieder gehen, der muss ja nachgeben. Ja, ich grüße dich, Sebo hier. Ja, ich habe ein ganz großes Problem. Ja, aber ein richtig großes Problem. Naja, pass auf. Ich war am Baggern ganz normal und wunderte mich, warum die Schaufel auf einmal nicht mehr geht. Und dann habe ich bemerkt, dass diese Stange abgebrochen ist. Das ist ein riesengroßes Problem. Jo! Wahrscheinlich muss Sebo den Schaden seiner Versicherung melden. Außerdem könnte die Reparatur teuer werden und etwas dauern. Ja, okidoki. Dann bis dahin. Tschüss, tschüss. Ja, so, das sind echt Sachen, da könnte ich durchdrehen. Und genau so einen Scheiß hat man immer wieder. Man ist auf der Baustelle, man muss fertig werden und dann hat man sowas. Man ist im Zeitverzug und dann hat man wirklich die Problematik, man kommt nicht voran. Man hat dann Termin, dann Termin, dann Termin und das dauert jetzt mindestens eine Woche. Das dauert jetzt eine Woche, bis ich hier weitermachen kann. Es nützt nichts. Jetzt müssen sie schnell ihre anderen Aufträge für heute abarbeiten. Eine Kundin hat Sebos neue Geschäftsidee gebucht. Warte, ja, ich fass mal an. Ja. Ja, man fällt nicht ins Wasser, denk dran. Oh, dann geht nicht. Was machst du denn da, ey? Also noch komplizierter geht es ja nicht, ne? Oh, jetzt. Also manchmal, ne? Manchmal verstehe ich dich nicht. Du machst es dir aber auch schwer. Ja. Wo willst du denn damit hin? Wir haben 250.000 Millionen Dienstleister in Emden und keiner macht's vom Wasser aus. Also muss ich mir ein neues Geschäftszweig überlegen, wo ich dann den anderen Dienstleistern zuvorkomme und damit Geld verdienen kann. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, vom Wasser aus zu arbeiten wie ich. Ich wohne am Wasser, habe die Möglichkeit, das zu machen, habe ein großes Boot gekauft extra dafür. Und ja, jetzt machen wir das vom Wasser aus. Emden ist mit seinen vielen Kanälen so etwas wie das Venedig von Ostfriesland. Viele der Wassergrundstücke haben vom Garten keinen direkten Zugang nach vorne zur Straße. Und da kommen Sebo und Hermann ins Spiel. Für die Leute, die am Wasser wohnen, ist es natürlich super, weil wir brauchen nicht mehr durch die Wohnung laufen, wir müssen nicht durch den Keller laufen, machen nichts mehr dreckig, weil wir direkt von hinten anlanden können, zum Beispiel jetzt wie hier, da ist ein super Steg, ja, so, da ist eine Treppe und da können wir dann super ein Rasenmäher hochtragen und brauchen nicht durch das Haus durchlaufen und die Leute haben eine saubere Wohnung hinterher. Ihre Auftraggeberin hat zwar keinen Steg mit Treppe, aber sie schaffen es trotzdem aufs Grundstück. Der Rest Routine. Den Garten pflegen sie regelmäßig. Die Hausbesitzerin ist nicht vor Ort. Sie vertraut Sebo und Hermann, die ja auch schon lange zusammenarbeiten. Bist du schon 8 Jahre jetzt bei mir? Ja. Wir waren auch mal fast ein Jahr lang nicht im Kontakt. Nee. Wir haben uns auch mal gestritten. Ja, was heißt gestritten? Ein bisschen. Du ständige Verpennt, ne? Ja, du hast ja, du hast was ja. Was ich, ja, was ich. Ja, du bist ja der Engel. Ich, ja, ne, ich bin ja kein Engel, aber du hast auch manchmal, ne? Ja. Manchmal legst du was am Tag, ne? Was ich auch nicht schön finde. Ja, du bist ja der Perfekte. Ich? Verschlafen?
Niemals! Ich stand heute Morgen vor der Tür. Niemals würde ich das machen. Und wer war, da war kein Schwein, war da zu hören. Heute ist vielleicht einfach nicht Sebus Tag. Dann auch noch die Sache mit dem kaputten Bagger. Und Zeitverzug. Inzwischen ist es Nachmittag. Das erkennt man an den vielen Touristen auf den Kanälen. Hallo. Hallo. Ich komme mir manchmal vor wie in Salzburg. Ja, in Salzburg ist es genauso. Da hast du viele Japaner, Chinesen, Vietnamesen. Warum auch immer das so ist, aber ich kann mir vorstellen, durch Mozart. Ich habe da mal gearbeitet. Und ja, da war ich mal Toilettenputzer. Im Mozarts Geburtshaus, Hermann. Da ja? Hat er Toiletten geputzt. Mhm. Erst hier in Emden hat er angefangen, sich eine richtige Existenz aufzubauen. Für seinen neuen Geschäftszweig braucht Sebo noch sehr viel mehr Auftraggeber. Er hofft, dass ihn die Kundin von vorhin weiterempfiehlt. Aber er muss wohl auch noch in Werbung investieren. Der Ball, den müssen wir mitnehmen. Vielleicht ist der ja noch zu gebrauchen. Da hat eine junge, hübsche Dame am Wasser Yoga gemacht. Ja, oder der ist hier. Und hat den Ball vergessen. Hermann, holst du raus? Wäre cool, wenn da so zwei Hörnchen dran sind. Da können wir Hörnchen machen. Ich glaube, das ist nur ein Runder. Da ist keine Dinger dran. Ist ein Yoga-Ball. Nimm mit. Habe ich doch gesagt. Wieder etwas, das man vielleicht noch online oder beim Flohmarkt verkaufen kann. Und selbst wenn nicht, sammelt Sebo es ein. Wenn ich Müll sehe, dann nehme ich das natürlich mit. Ist ja logisch. Da liegt auch schon wieder was. Wer weiß, was da drin ist. Oh, vielleicht ist da eine Leiche drin. Boah. Schwer, wa? Ja, vor allen Dingen die ganze Tüte geht offen. Boah, ja, stinkt. Boah, stinkt das. Boah. Wenn wir das nicht machen, wer macht das dann? Ja. Das war jetzt ziemlich eklig. Boah, ist das grausam. So stinkt das, oder wie? Boah, Wahnsinn ist das. Oh. Oh, herzlichen Glückwunsch. Oh, ja, Mann. Das hast du super gemacht. Sie fischen nicht zum ersten Mal Müll. Immer wieder mal fahren die beiden nach Feierabend los und säubern die Kanäle. Damit standen sie sogar in der lokalen Presse. Selbst Fahrräder haben sie schon aus dem Wasser gezogen. Als nächstes eine Personalagentur. Moinsen! Moin, Chef! Na? Ey, Urlauber! Na, wie war's auf den Malediven? Na, sehr gut. War zwar Türkei, aber sonst sehr gut. Ah, in der Türkei warst du, echt? Ja, genau. So, ihr habt doch noch nichts zur Seite geräumt. Was ist das denn für ein Scheiß? Hab ich doch extra gesagt. Ja, ging nicht anders. Mann. Nach einem Rohrbruch hat Sebo hier die Aufräum- und Reparaturarbeiten betreut. Heute muss er noch Stockflecken wegstreichen. Wenn auch unter Protest, weil nichts vorbereitet ist. Das nehme ich nicht ernst, man weiß ja, wie er ist, ne? Hier und da mal einen lockeren Spruch auf den Lippen, sag ich mal. Manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen grob, aber der Mann ist jeden Cent wert, sag ich mal, ne? Also, ich glaube, er ist auch echt bekannt in Emden. Also, jeder, der seinen Wagen sieht, weiß sofort, was los ist. Nicht versagen, Sebo fragen, sag ich immer, ne? Die Farbe ist zäh. Ganz wichtig, wenn ihr sowas macht hier, ne? Wenn ihr die Farbe habt, die müsst ihr auf den Kopf stellen. Ja. Ne? Weil wenn ihr die nicht auf den Kopf stellt, ja, dann kommt da kein Sauerstoff ran. Siehst du, hab wieder was gelernt. Genau. Heute wird nur ausgebessert. Demnächst soll Sebo den Keller vielleicht noch komplett neu streichen. Ein Folgeauftrag, weil er bei dem Rohrbruch gute und schnelle Arbeit geleistet hat. Ciao. So, tschüss. Ciao. Macht's gut. Rein, ne? So, bis dann. Tschüss. Ciao. Haut rein. Jetzt freuen sich beide, dass endlich Feierabend ist. Oh nee, weißt du, was wir noch machen können? Mhm. Das habe ich versprochen, dass wir den Schrott noch wegholen in der Wolthuser Straße. Ganz wieder nach unten. Ja, nützt ja nichts, den habe ich das versprochen. Dann ist der stinksauer. Und das kann ich mir nicht erlauben, ne? Das ist ein Immobilienmakler. Wenn die sauer sind, kriegst du keine Aufträge mehr. Also zurück ans andere Ende von Emden. Hermann zieht mit. Nur eine gut laufende Firma sichert auch seinen Arbeitsplatz. Und Sebo ist für ihn mehr als ein Chef. Sie machen sogar zusammen Kurzurlaube. Wir sind wie Bruder und Schwester, das ist einfach so. Ich kabbel ja ganz gerne mit ihm. Ne? Ich habe ihn ja ganz gerne mal so unter, ne? Dass ich mal so ein bisschen schön ein bisschen ärgere. Das mag er ja total gerne. Und dann irgendwann habe ich ihn gereizt, dann kriege ich auch mein Fett wieder weg. Ne? Schnucki? Ja, es ist so. Also gefallen lassen tue ich mir auch nicht alles.
Ich nehme ihn so ein bisschen, wie er ist. Und wenn er mir irgendwie zu doof kommt, dann kriegt er meine Meinung. Oder ich schmeiße ihm die Sachen vor die Füße. Komm so, Rainer. Gleich oben drauf. Zack. Für jede Überstunde bekommt Hermann 1,5 Stunden Freizeitausgleich. Endlich Schluss für heute. 14 Tage später. Die Funde der letzten Zeit bringen sie heute zum Schrottplatz. Schon als Jugendlicher fuhr Sebo mit einem Einachser und Anhänger herum, sammelte alte Sachen und machte sie zu Geld. Hermann, die Maschinen gleich raussammeln. Damals ein schweres Geschäft, wie heute auch. Knapp 100 Euro gibt es für die komplette Fuhre, nicht viel. Trotzdem holt er es kostenlos ab, sozusagen eine Serviceleistung für seine Kunden. Hermann, der wieder drauf, das ist Alu. Wenn Sebo das Aluminium extra verkauft, kann er mehr Geld einnehmen. Momentan zählt jeder Cent. Die Versicherung hat sich bereits zu dem kaputten Bagger geäußert. Selbstbeteiligung, Versicherung sagt 1.000 Euro zuzahlen und die muss ich zuzahlen. Ja, ja, sicher ist das ärgerlich. Da habe ich nichts bei verdient. Aber sowas passiert. Hermann, hast du alles dran? Alles, ist alles mit. Ja, tipptopp, dann lass uns fahren. Und zwar zum Garten seines Nachbarn. Hier sieht es auf jeden Fall schon gut aus. Die Verleihfirma konnte Sebo schneller als gedacht den reparierten Bagger wieder zur Verfügung stellen. Heute müssen sie noch den ganzen Bauschutt entsorgen und haben Unterstützung bekommen. Von einem Praktikanten, der übers Arbeitsamt zu Sebo gekommen ist. Wenn es gut läuft, stellt er ihn ein, auf 450-Euro-Basis. Ja, wenn ich Menschen damit helfen kann, dann mache ich das gerne. Ne? Vernünftige Leute zu finden, ist immer schwierig. Und wenn du da einen hast... Kevin hat sogar eine handwerkliche Ausbildung. Ja, Maurer. Ja, dann kennst du dich ja mit Stein aus. Ja. Genug zu tun gibt es auch. An Land sowieso und zu Wasser hoffentlich auch bald. Es geht jetzt tatsächlich zu einem weiteren Neukunden. Vielleicht wird es nicht einfach, den neuen Geschäftszweig zu etablieren. Aber Sebo macht es einfach wie immer. Mit viel Tatendrang, Optimismus und jeder Menge Ideen. Das bauen wir definitiv weiter aus. Und ich will auch ein paar Schilderchen machen, die ich ans Wasser hänge. Ja? Sebo arbeitet vom Wasser aus oder irgendwie ruft den Sebo an, er kommt der Wassermann, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist einfach, ja, was kommt, das kommt, würde ich sagen. Ne? Du. Also ich finde, auf dem Boot macht es wesentlich mehr Spaß wie auf der Straße. Wie so ein kleiner Urlaub, ne? Findest du das wie Urlaub? Ja, also irgendwie. Finde ich das gut. Aber das ist gut zu wissen, ja, wenn das für dich wie Urlaub ist. Ja.